Ja, hallo zum zweiten Euroleague-Spieltag und der dazugehörigen Wettvorhersage und dem Rückblick auf die Champions League, die gerade vor wenigen Minuten zu Ende gegangen ist mit den letzten Spielen. Hier meine Gesamtübersicht. Ich habe von den 16 Spielen 10 richtig getippt. Gar keine so schlechte Quote, wenn man bedenkt, dass ich auch noch vor Spartak Moskau gewarnt habe. Jürgen Klopp wollte es mir aber nicht glauben, deswegen das 1-1. Ich habe aber den Vernunftstipp 2 gehabt. Gut, dass Porto Monaco so abschießt, ist vielleicht eine kleine Überraschung gewesen. Dass Chelsea in der letzten Sekunde gegen Atletico Madrid gewinnt, ja, hatte ich auch nicht auf der Rechnung. Dafür ein X, war ich knapp dran. Und ja, dass Celtic Glasgow so hoch in Anderlecht gewinnt, ist für manche offensichtlich gewesen, für mich nicht. Der 5-0-Heimsieg von Basel gegen Benfica ebenso. Hatte ich nicht so geplant, und dass Bayern in Paris so chancenlos ist, hätte ich mir auch nicht gedacht. Aber was soll man machen? Meine Wetten sind aber in erster Linie an Barcelona gescheitert, das nur 1-0 in Sporting Lissabon gewonnen hat. Wenn die 2-0 gewonnen hätten oder mit 2 Toren Unterschied, dann hätte ich hier diese Wette gewonnen und hätte 76 Euro verdient, während ich hier insgesamt in den Wetten 30 Euro riskiert hatte. Ja, die Unentschieden-Wette ist komplett vorbei gewesen, und die Fünfer-Kombi mit mehr als 2,5 Toren war schon nach dem Dienstagspieltag nicht mehr zu gewinnen, weil Beşiktaş gegen Leipzig nicht mehr als 2 Tore geschossen hat. Hier hat ein Tor gefehlt und bei Barcelona 2 Tore. Also im Endeffekt, ja, Barcelona, das wäre schön gewesen, wenn die ein Tor mehr geschossen hätten. Dann hätte es hier Geld gegeben. So war es hier ein 30-Euro-Verlust. Nicht so schön, aber im Vergleich zum letzten Bundesligaspieltag noch verkraftbar. Denn ich bin jetzt genau bei plus minus null in meiner Tabelle angelangt. In meiner Bilanz bin also wieder beim Ausgangsbetrag von 200 Euro, den ich eingezahlt hatte. Also kommen wir jetzt direkt zur Euroleague-Analyse. Da sind jetzt 24 Spiele auf dem Programm, deswegen habe ich sehr rudimentär gehalten. Wir gehen das mal langsam oder etwas schneller durch, um mein Gekritzel hier ein bisschen zu erklären. Also ich habe bei 24 Spielen unmöglich eine Analyse machen können, eine detaillierte, aber dann habe ich mir halt auf UEFA.com die letzten 5 Spiele der jeweiligen Mannschaften angeschaut und wie sie so in Form sind. Und ja, das sind so meine Tipps. Also Astana gegen Slavia Prag eine 1. Die haben gegen Villarreal schon nicht so schlecht gespielt und haben Heimvorteil. Slavia Prag schätze ich jetzt nicht so stark ein. Dann hier, das Spiel wird noch interessant werden. Zenit gegen Real Sociedad. Beide haben den ersten Spieltag klar gewonnen. Zenit 5-0 gegen Vardar und Real Sociedad 4-0 gegen Rosenborg. Dennoch habe ich hier 1x geschrieben, aber ich werde mich dann auf ein 1 festlegen. Denn Zenit hat in 7 Euroleague-Spielen oder Europacup-Spielen zu Hause noch nie verloren. Und Real Sociedad auswärts nur 1 von 4 Spielen gewonnen. Also ich denke, in Russland ist es für alle schwer, und für Real Sociedad wird es deswegen hoffentlich in Zenit St. Petersburg nichts zu holen geben, denn ich habe dann auch noch drauf gesetzt. Dazu kommen wir aber noch. Ebenso zum Quotenvergleich, den ich heute zum ersten Mal durchgeführt habe, war sehr zeitintensiv, 5 Wettanbieter zu vergleichen. Habe ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber man wird sehen, ob es was gebracht hat. Gut, Rosenborg gegen Vardar, sehe ich Rosenborg als Heimmannschaft vorne, hat auch niedriger verloren das erste Spiel als Vardar. Die haben zu Hause 5-0 gegen Zenit verloren und Rosenberg auswärts. Von daher traue ich den Norwegern hier eine 1 zu. Das Spiel Nizza gegen Vitesse sehe ich Nizza auch stärker, weil die neben dem 5-1 im ersten Spiel gegen Sulte auch in der Liga Monaco 4-0 besiegt haben. Vitesse hat das erste Spiel gegen Lazio knapp verloren. Aber man sieht hier, beide sind schon richtige Tormaschinen. Deswegen hier der Zusatztipp: mehr als 2,5 Tore. Lazio gegen Sulte Waregem eine klare 1. Warum? Weil ich nicht weiß, wer Sulte Waregem ist.
und die das erste Spiel gegen Nizza 5-1 verloren haben. Gruppe J, dann Östersund gegen Hertha. Östersund ist in Schweden, aber ja, was ist schon die schwedische Liga? Also Hertha muss nach dem 0-0 im ersten Spiel gegen Bilbao gewinnen. Deswegen schätze ich sie auch stärker ein. Bilbao gegen Zorya, eine klare Sache, eine 1, denn Bilbao ja, ist einfach in der besseren Form, hat in der spanischen Liga einige gute Ergebnisse und deswegen sogar mit HC-Handicap heißt das. Konyaspor gegen Pilsen, das ist, mag vielleicht eine Überraschung sein, unentschieden oder 2, denn Pilsen hat gegen Salzburg 1-1 gespielt, Konyaspor hat gegen Marseille 1-0 verloren, das kann man ja mal machen, hört sich jetzt nicht so schlimm an. Aber in der Liga läuft es für die Türken jetzt nicht so gut und deswegen habe ich wahrscheinlich gegen die getippt. Drauf setzen würde ich trotzdem nicht. Salzburg, Marseille, die haben sich beide nicht mit Ruhm bekleckert in letzter Zeit. Die österreichische Liga ist offensichtlich schwächer als die französische. Also tendiere ich eigentlich zu Marseille, aber die haben jetzt vor kurzem erst gegen Monaco 6-1 verloren, also die sind jetzt auch nicht die Übermannschaft, also deswegen ein X auf Bate Borisov gegen Arsenal London. Die Gunners sind wahrscheinlich einer der Top-Favoriten auf diesen Euroleague-Titel, deswegen hier eine 2, aber schon mit einer kleinen Wellenlinie, die sie sagen soll, Vorsicht vor Bate Borisov. Ja, diese russischen Mannschaften aus der ehemaligen Sowjetunion, aus dem Gebiet zumindest, die sind immer ja, für eine Überraschung gut. Da weiß man nie, was man kriegt. Und gut, Köln kriegt wahrscheinlich ein paar Tore rein. Die sind einfach nicht stark genug, um gegen Roter Stern Belgrad. Ich kann es leider nicht auf Serbisch richtig aussprechen. Wenn ihr das könnt, macht ein kurzes Video, verlinkt es unten in den Kommentaren. Aber gut, Köln, ja, schätze ich einfach nicht stark genug ein und ist in der Euroleague in diesem Jahr vor allem gegen Mannschaften, die 500 hochriskante Risikofans oder ich weiß nicht, wie man es bezeichnen soll, mitbringen. Die werden den Kölnern ganz schön einheizen. Vielleicht kann man sogar auf Spielabbruch tippen, denn die Kölner Fans sind natürlich auch keine Chorknaben, sagt man, glaube ich. Dann kommen wir aber schon Lugano gegen Steaua Bukarest. Eigentlich müsste es eine klare Sache für Steaua sein, die gegen Pilsen gewonnen haben, während Lugano gegen Beersheba verloren hat. Das Spiel Pilsen-Beersheba, ja, habe ich mir ehrlich gesagt keine Mühe gegeben, das zu analysieren. Ich habe einfach mal ein X getippt. Und vielleicht ist Pilsen ein bisschen stärker wegen dem Heimvorteil. Aber Beersheba hat ja gegen Lugano gewonnen. Also, ja, was soll es, egal. Auch Sheriff Limassol, glaube ich, heißen die mit zweiten Namen. Gegen Kopenhagen habe ich mir nicht großartig angeschaut. Sei einfach mal unentschieden. Lokomotive Moskau gegen Slin aus der Tschechei. Sehe ich Lok Moskau vorne. Einfach, weil sie Heimvorteil haben und weil sie einen klingenden Namen haben, während Slin, glaube ich, noch nicht so viel internationale Erfahrung hat. Zumindest sind die mir in den letzten Jahren noch nie geläufig gewesen. Everton gegen Apollon, das ist eine griechische Mannschaft. Everton hat das erste Spiel gegen Atalanta Bergamo, die Italiener, mit 3-0 verloren. Normal würde ich sagen, ja klar, die Engländer sind stärker als die Griechen, schon allein wegen der Liga, aber Apollon hat Lyon ein Unentschieden abgerungen, das könnten sie Everton im Endeffekt vielleicht auch abbringen, deswegen hier 1x. Lyon gegen Atalanta, wegen dem 3-0 gegen Everton, Atalanta vielleicht stärker einzuschätzen als Lyon, andererseits hat Lyon natürlich den Heimvorteil und ja, die Franzosen, da ist immer alles drin irgendwie. Ich habe wegen Lyon beim letzten Euroleague-Spieltag fast 200 Euro nicht gewonnen. Das muss man immer sagen. Manche sagen, hey, wegen denen habe ich 200 verloren. Aber ich habe natürlich nicht 200 gesetzt und die verloren, sondern ich habe irgendwie ja, 30, 40 Euro gesetzt und alle Wetten irgendwie mit Lyon abgeschlossen. Und Lyon hat verkackt, eben gegen Apollon. Ich bin, glaube ich, da fälschlicherweise davon ausgegangen, es wäre Apoel Nicosia. Also man sollte beim Wetten schon immer genau hinschauen, bevor man jetzt irgendwelche Summen auf Mannschaften setzt, die man gar nicht kennt.
Naja, das war eher eine Notiz für mich selbst. Dann Milan gegen Rijeka, sehe ich Milan ganz klar vorne, sogar mit Handicap, haben ja Austria Wien abgeschossen mit 5-0 oder 5-1 im ersten Spiel. Rijeka gegen Arc Athen, das weiß ich gar nicht. Glaube ich, unentschieden oder Sieg für Arc? Ich schätze Sieg für Arc, weil ich die jetzt vorne habe gegen Austria Wien. Oder wenn Wien über sich hinaus wächst, gibt es vielleicht einen Unentschieden. Braga gegen Istanbul, Başak Şehir, sorry für die falsche Aussprache, dann würde ich hier ein X tippen, obwohl Başak Şehir gar nicht so schlecht war und einige gute Ergebnisse in der türkischen Liga hatte. Vielleicht gibt es da auch eine Überraschung. Aber Braga hat zumindest in Hoffenheim gewonnen und in der Gruppe schätze ich Hoffenheim einfach mal am stärksten ein, gerade weil die auch zurzeit in der Bundesliga auf Platz 2 stehen. Aber es geht hier nicht in der Bundesliga, sondern sie müssen erstmal nach Ludo Goretz. Das ist ja irgendwo im tiefsten Russland. Und ja, deswegen traue ich da Hoffenheim. Zumal die Personal angeschlagen sind, habe ich in einer kurzen News irgendwo gelesen. Traue ich Hoffenheim einfach keinen Sieg zu, aber ein Unentschieden. Skanderborg, dafür geht schon los. Wieder so ein Verein, den ich noch nie gehört habe, gegen die Young Boys aus Bern. Normal gewinnen die Young Boys, aber ich habe ein X gemacht, eigentlich, weil ich es nicht genauer angeschaut habe. Partizan Belgrad gegen Dynamo Kiew. Da sehe ich die Dynamo Kiewer Stärker. Warum? Ja, die haben zuletzt gute Ergebnisse gehabt, auch bei ihnen in der Liga, haben das erste Spiel, glaube ich, gewonnen und von daher eine 2. Tel Aviv gegen Villarreal, klare 2, obwohl Villarreal, ja, im ersten Spiel hatten sie gegen Astana zu Hause doch ein paar Problemchen mit 3:1 gewonnen und ja, in Tel Aviv sollte es aber dann doch auch reichen. Gut, jetzt haben wir hier 24 Spiele, schon ein paar eingekringelt. Ich habe es nochmal veranschaulicht und verkürzt, obwohl wir jetzt schon wieder 12 Minuten Video haben. Sorry für das Labern, aber was willst du machen bei 24 Spielen? Hier die Top-Picks, also die Spiele, wo ich mir am sichersten bin, wo ich darauf wetten würde. Das werden hier Athletic Bilbao gegen Zoya, wie schon gesagt. Das ist ein Handicap sogar vielleicht, dass Athletic mit 2 oder mehr Toren Unterschied gewinnt. Auch Milan gegen Rijeka 1 bis 2 Tore Unterschied. Lazio gewinnt zu Hause gegen Sulte Waregem. Sage ich jetzt mal. Könnte natürlich aufs Maul fallen, weil dieses Sulte Waregem eine unbekannte Größe ist und Lazio Rom jetzt auch nicht mehr dieses klangvolle Team ist, das es vielleicht irgendwann mal war in den 90er Jahren. Es war so meine Hauptfußballzeit, deswegen setze ich mal auf sie. Naja, dann das letzte Spiel habe ich auch schon gesagt, Villarreal gewinnt in Tel Aviv, meiner Meinung nach. Gut, dann habe ich diese 4 Spieler in der Kombi-Wette mit 20 Euro Einsatz durch 5 verschiedene Wettanbieter gejagt. Ich habe ja sonst nichts zu tun gehabt. Und dann habe ich jetzt hier die möglichen Quoten. Man sieht schon bei Bet at Home 118, bei Tipico 116, obwohl bei Tipico gar keine Wettsteuer abgezogen wird. Die preisen das anscheinend dann schon in ihre Wettquoten ein. Und ich habe die Wette dann bei Bet365 platziert, denn da bekommt man einfach, wenn alle 4 richtig sind, fast 10 Euro mehr als bei den anderen beiden Anbietern. Hab's auch bei Mr. Green, die haben ja jetzt ein relativ neues Sportwettenangebot, muss ich sagen, gefällt mir nicht so gut die Software von denen. Aber ja, 124 wird es geben. Allerdings kommt dann vom Gewinn im Gewinnfall noch 5% runter für die Wettgebühr oder so. Deswegen sind die auf einer Stufe mit Bet at Home und Tipico. Bei Bet Hard werben sie damit mit, dass sie die härtesten und besten Quoten haben. Das stimmt in dem Fall aber leider nicht, denn sie haben eigentlich die schlechteste. Also, ja,
wer bei Bet365 die Wette abschließt, kann dann am meisten draus machen, auch wenn ihr natürlich bitte nicht das nachtippt, was ich tippe, denn das würde ich mir nie verzeihen, wenn ihr dann Geld verliert und dann braucht ihr mich auch nicht beschuldigen, dass die Wette nicht gewinnt, denn Champions League und Euro League habe ich jetzt wirklich eigentlich nur gewettet gestern und heute, weil mich ein paar so nett gebeten haben, doch ein Video drüber zu machen und dann habe ich natürlich auch nicht umher können, da eine Wette abzuschließen, sonst macht ja das Ganze auch keinen Sinn und keinen Spaß. Aber deswegen bin ich gerade in dieser Euroleague wirklich bei so vielen Mannschaften überfragt, wo die überhaupt herkommen und hab da auch gar keine Recherche angestellt. Deswegen dieser Hinweis in eigener Sache. Gut, dann habe ich noch erweiterte Picks gewählt, also so 5 Spiele, die ebenfalls eintreffen könnten, wo ich mir, wo ich ein gutes Gefühl habe, wo mein Gefühl mich aber oft auch täuschen kann. Also Zenit habe ich ja schon gesagt, die haben sehr gute Heimbilanz in der Euroleague und Sociedad nicht die beste Auswärtsbilanz. Deswegen hier 1x habe ich geschrieben, aber mich dann doch festgelegt, dass ich auf Zenit tippen werde. Außerdem, ja, Arsenal halte ich für einen der Favoriten in der Euroleague, deswegen eine 2, auch wenn Borisov schwer einzuschätzen ist. AEK Athen traue ich jetzt einfach mal zu, dass sie Austria Wien besiegen, da Wien am ersten Spieltag gegen Milan schon eine 5-1-Klatsche gekriegt hat. Warum nicht auch dann in Griechenland? Und Dynamo Kiew hat für mich einfach den klangvolleren Namen als Partizan Belgrad, denn Kiew, hat er schon öfter Champions League gespielt und sich da auch gar nicht schlecht verkauft. Ja, aber das ist halt auch schon wieder ewige Zeiten her. Aktuell kann ich jetzt nicht einschätzen, wie Kiew dasteht, aber auf UEFA.com habe ich mir die letzten 5 Spiele angeschaut und die waren alle zumindest erfolgreicher als die von Partizan. Deswegen hier meine 2. Und wie schon gesagt, auch Nizza gegen Vitesse Arnheim aus Holland. Das sind 2 Mannschaften, die schon in den letzten Spielen öfter mal für ein paar Tore gut waren. Deswegen hier eine Gesamtwette, dass in dem Spiel mehr als 2,5 Tore fallen. Also 2-1 für Nizza, 3-1 für Nizza, 4-1, 4-2 und so weiter. Dann ist die Wette hier richtig. Auch hier habe ich getippt, allerdings eine Systemwette 3 aus 5. Da müssen 3 Spiele richtig sein, dann gibt es schon ein bisschen Kohle. Ich kann das mal schnell vorrechnen mit dem Windows-Taschenrechner. Angenommen, ich habe jetzt hier die Wette bei Bet365 wieder abgeschlossen, auch wenn die Quote bei anderen schon besser war. Ich habe halt hier jetzt gerade Geld eingezahlt gehabt, 100 Euro und 20 davon habe ich auf die Kombi gesetzt und 50 eben jetzt auf die Systemwette. Wenn jetzt aber nur 3 Spiele mit der schlechtesten Quote richtig wären, also zum Beispiel AEK Athen mit 1,57 mal 1,57 von Arsenal mal 1,72, dass hier mehr als 2,5 Tore fallen, dann hätte man eine 4,2er Quote mal die 5 Euro Einsatz, dann würde es 21 Euro zurückgeben. Bei einem Einsatz von 50 Euro ist das wirklich nicht berauschend. Ein bisschen Schadensbegrenzung wäre das zwar, aber trotzdem ein Verlust. Ich spekuliere ja bei diesen Dreier aus 5er Kombis eher immer dazu, dass 4 Spiele richtig sind. Dann lohnt sich's schon eher. Wir können das nochmal kurz durchgehen. 1,57 mal 1,57 mal 2,20 mal 2,1 mal 5. Ja, dann sind es 56 Euro. Lohnt sich dann auch noch nicht wirklich. Es müssen dann schon wirklich alle 5 richtig sein und die Wahrscheinlichkeit, warum sollte es nicht so laufen? Dann wird es immerhin hier 280 Euro geben. Und jetzt habe ich einen Rechenfehler gemacht, denn wenn 4 Spiele richtig sind, dann kann man die in der Dreier-Kombi anders kombinieren, dann erhöht sich der Gewinn natürlich auch. Dann ist es schon bei 100 oder sowas in dem Bereich müsste es dann sein. Jetzt habe ich hier natürlich auch die Quoten verglichen. Ich habe hier eine maximale Gewinn Quote von 288 Euro. Weiß allerdings nicht, ob Bet365 dann am Ende noch
5% abzieht. Bei dem Geld von Tipico ist keine Wettgebühr fällig. Bet at Home, die verlangen wieder diese Wettgebühr gleich beim Abschluss der Wette. Und dazu kommt man dann auf 268 Euro. Sieht man jetzt hier leider nicht so gut. Und ja gut, bei Mr. Green wird es 294 geben, aber es kommen noch 5% weg. Und bei Bethard, dieses Mal stimmt's, die haben wirklich da die besten Quoten, weil sie überall ein bisschen drüber sind, über den anderen, bis auf bei Zenit und ja, mit den Toren. Aber irgendwie summiert sich das dann auf 307 Euro. Und ja, man könnte damit 20 Euro mehr verdienen, wenn alle 5 richtig sind. Jetzt in der Übersicht 70 Euro insgesamt, möglicher Gewinn 415. Wäre geil, wenn das mal wieder klappen würde. Also wenn alle beiden Wetten gewonnen werden würden, werden, dann wären wir hier wieder saftig im Plus. So bin ich jetzt mit Abschluss der Wetten aktuell 70 im Minus. Und freue mich aber schon wieder auf die Bundesliga-Vorschau, die wird dann morgen online gehen. Da habe ich schon meine Gedanken heute mir gemacht. Muss ich dann nur noch in ein Video packen und dann gibt es das am Donnerstag spät abends auf dem YouTube-Channel oder dann einfach am Freitagmorgen zum Aufstehen gleich mal eine saftige Bundesliga-Analyse. Und dann hoffe ich, dass da wieder was geht. Gut, dann freue ich mich. Ich hoffe, ihr hattet einen erfolgreichen Champions League Tag. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge für diese Tipps habt, immer her damit. Vielleicht kann ich noch was verbessern bis morgen. Und wenn es euch gefallen hat, bitte Daumen hoch oder abonniert den Kanal. Dann mache ich sowas in Zukunft öfter, auch wenn ich wirklich keine Euroleague-Analyse machen wollte. Aber ihr zwingt mich ja regelrecht dazu. Aber hat wie immer Spaß gemacht, sonst würde ich es nicht machen. Also bis dann. Man sieht sich. Oder ihr seht mich.